ist aber gut für den Geist, oder? Der Geistig ist man immer ein bisschen aktiv und für die Finger auch, oder? Dass man sich bewegt und so. Also mein Hausarzt kommt immer Konzerte los und der sagt, mach die weiter so, das ist gut. Einfach, dass man etwas machen kann und dass man andere Leute sieht. Und wir haben ein gutes Zusammenspiel. Jahr ungefähr da im Orchester Klavier. Und das Klavier ist im Moment sehr wichtig wegen dem Bass, weil wir zu wenig Cellisten haben. Wir haben nur einen Cellist und ein Fagott noch. Und dann muss ich sehr viel einfach an den Bass mitspielen. Ich bin seit 2001 da dabei. Von Haus aus bin ich Organist und Klavierlehrer gewesen. Ich bin als Organist in Regensdorf 10 Jahre und nachher 40 Jahre in Albisrieden. Wir haben 150 Stück, die man aus dem Archiv nehmen kann. Und dann tut man immer wieder etwas rausnehmen. Die einen sagen jetzt zwar viel, man spielt immer das Gleiche, aber eigentlich, ja, es hat sehr viel Abwechslung. Es hat Walzer, Polka, Marsch. Wir treten ja nur in Altersheim auf. Und darum muss man schon Musik auswählen, die den Leuten einfach gefällt und was auch ein bisschen mitsummen und so. Wenn man in Altersheim geht, spielen, haben die Leute damit so Freude. Und dann macht es einem auch Freude, wenn man andere Freude machen kann mit Leuten ausspielen, oder?